Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Spyro, The Eternal Night. Yep, endlich ist es geschafft, dass ich meine PlayStation 2 so aufnehmen kann, wie auch die Wii U, also richtig aufnehmen und nicht mit Bildschirmabnahmen. Das ist wundervoll, das ist seit dem letzten Part so und das wird auch jetzt so bleiben. Ja, so können wir auf jeden Fall weiterspielen und Spaß haben. Das mit dem Bildschirm habe ich euch schon erklärt, das ist bei meiner PlayStation 2 so normal, die will mein ganzes Bildschirm irgendwie nicht voll nehmen, aber das hat die schon immer gemacht, also... Egal. Ach. Im letzten Part waren wir hier angekommen beim Untergrund? Fragezeichen. Also wir haben so ein Schiff halt gesehen. Ich habe jedenfalls abgespeichert. Ich hoffe, es ist gespeichert. Hoffen wir es einfach, denn das war lang. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Ich hasse dich bis auf die Knochen. Ich hasse dich richtig. Ja, ich hasse dich. Sparks? Ja, ich hasse dich. Sparks? Ja, ich hasse Sparks, dich. Wo bist du? Ja, ich hasse dich. Spyro, ich bin nicht mehr in Form. Was haben wir denn hier? Ja, ups. Der erste Fang des Tages. Das passt mir aber gar nicht. In die Töte. Ja.
Okay. Na, wenn ich schon wieder. Es hat nur 9 Minuten gedauert. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin glücklich. So, und jetzt können wir weitermachen. Also, wir können hier lang. Ja, da können die Kamera verdummen. Und dann? Tja. Dann müssen wir Folgendes tun. Ich schätze mal, wir müssen auf das Schiff jetzt. Kamera. Wie immer. Immer wir da jetzt hinkommen. Ah, perfekt. Trifft das Fass, um meine Kanonenkugel freizusetzen. Ja, das ist schön. Aber vielleicht sollten wir erstmal die Gegner erledigen. Das wäre vielleicht ganz gut. So. Das Fass.
Aha. Unterbrennt. Boom. Und jetzt sollen wir. Wenn ich alles richtig verstanden habe, ja. Oder können wir sogar noch mal das machen? Das sicherlich. Schieb wieder rein. Wir können das sicherlich noch mal machen. Vielleicht bringt es was. Nicht wirklich. Nein. Okay. Ich dachte, wir erschaffen uns jetzt noch ein Secret-Wild, aber nö. Nö. Einfach nö. Uns wurde aber ein neuer Weg frei geschossen. Ist das der hier? Oder kommen wir von dort? Mal irgendwann. Jetzt. Yep. Da können wir also nicht lang. Also müssen wir hier lang. Hoffe ich. Hoffe ich doch. Steigt nämlich nicht durch. Nee. Hier müssen wir auf keinen Fall lang. Von hier sind wir gekommen. Genau. Dann müssen wir wo lang? Haben wir denn freigeschossen? Ich glaube, wir haben den Weg dann freigeschossen, ne? Hm. Es ist dunkel. Irgendwie. Kann ich das denn mit Eis? Ach so. So. Okay. Bosskampf ist Mist. Es kommt mir hervor, wie bei der Schlussalte irgendwie. So. Also dann. Ich hoffe, sie will nur so sehen. Also dann. So. Los, ein bisschen Fieber. Kommen Sie ruhig. Ich erwarte eigentlich einen Postkampf oder so, aber so, dass es wohl zu viel wird. Ja, mit der Bosskampfmusik. Halt auf. Erinnert mich auch an den ersten Bus. Okay. Hey, tschüss. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wann können wir jetzt hier lang?
Aha. Es wurde gespeichert. Hurra. Wo soll ich jetzt lang? Hi. Hi, du Typ. Hi. Großes Hi. Hast es so gewollt. Kaboom. So. Und schon haben wir ihn fertig. Darf ich mal sagen, dass es hier sehr dunkel ist? Wenn Sparks nicht wäre, würde man hier gar nichts sehen. Was ist denn passiert? Ach so, er hat sich geschützt. Okay. Nein, ich will nicht nochmal hier sein. Ich will doch nicht hier sein. Nein, das willst du nicht. Das wollt ihr nicht. Weg. Spyro, weg. Einfach weg. Tschüss. Existieren für dich gar nicht los. Weg. Manche Gegner sollten einfach ignorieren. Stimmt's? Genau. Sollte sie einfach ignorieren. Wenn man es denn könnte. Und wüsste, wo lang. Was ist das hier für ein Weg? Ist das überhaupt ein Weg? Was ist denn jetzt los? Tja. Okay. Wo soll ich lang? Soll ich vielleicht hier drauf? Das sah ungewollt aus. Das sah ungewollt aus. Au! Also soll ich nicht da lang? Muss ich mal gucken, wo ich lang muss. Wir machen da beim nächsten Mal weiter und sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein, Daumen hoch, wenn es gefallen hat und Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.